Ja, hier ist er wieder. Euer Borgelkat. Ich bin hier auf der Karte Erlenberg unterwegs. Das Ganze ist ein Angriffsgefecht und ich bin im Verteidigerteam. Ja, was fahre ich hier? Den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Das ist ein Tier-8er Tankdestroyer, sprich Panzerjäger der Deutschen. Ich habe hier die 12,8 cm Kanone verbaut. Es gibt auch eine 15 cm Kanone. Das Fahrzeug hat einen volldrehbaren Turm, ist sehr flach, hat daher gute Tarnwerte, besitzt kaum Panzerung, maximal 20 mm im Frontbereich, also über Panzerung bei diesem Fahrzeug braucht man eigentlich gar nicht so richtig reden. Das, was da vorhanden ist, reicht dafür, dass das Fahrzeug nicht auseinanderbricht, sprich seine Struktur behält. Wenn ihr ihn als Gegner habt, HE-Geschosse, die reichen für ihn eigentlich aus. Zum einen, die Besatzung ist hier recht ungeschützt, kaum Panzerung, 20 mm. Ja, das durchschlagen doch eigentlich alle HE-Geschosse, die ihr an Bord habt. Und dann könnt ihr hier schreckliche Ernte bei dem Fahrzeug halt halten. Ja, volldrehbarer Turm, deswegen ploppt hier, wenn ich erstmal in Stellung bin und das Tarnnetz aktiviert ist und das Scherenfernrohr, deswegen ploppt hier dann auch nicht mein Tarnwert auf, sprich, er bleibt weiterhin voll getarnt, während ich den Turm hin und her bewege. Das Scherenfernrohr bleibt aktiv und einen Ansetzer habe ich hier auch verbaut, was eigentlich bei fast jedem Fahrzeug absolut sinnvoll ist, so ein Ansetzer. Ja, wieso habe ich hier die 12,8 cm Kanone verbaut und nicht die 15 cm? Das ist recht einfach. Mit der 12,8er bin ich auf weiter Entfernung besser aufgestellt, ist meine Meinung. Die ist doch präziser als die 15 cm. Und im Regelfall hat die auch einen höheren Durchschlag auf weiter Entfernung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Mit Standardmunition meine ich. Die 15er, ja, die schießt halt nicht so schnell, ist etwas ungenauer und wenn ich mit dem Fahrzeug, weil es so empfindlich ist, da es ja kaum Panzerung besitzt oder gar keine in dem Sinne, da ich auf weite Entfernung mit diesem Fahrzeug kämpfen will oder muss, brauche ich doch eine Waffe, die auf sehr weite Strecken arbeiten kann. Ja, im Verteidigerteam ist es im Regelfall immer einfacher, die Geschichte zu spielen, weil der Gegner kommt ja zu einem. Man muss ja nicht dem Gegner entgegenrennen. Und dann kann man natürlich mit so einem Fahrzeug wie so einem, ich sag mal, Tankdestroyer, sprich Panzerjäger, der wirklich für weite Entfernung ausgelegt ist, kann man dann sehr gut arbeiten. Ja, ich bewege mich hier, weil ich will eigentlich Entfernung zwischen dem Gegner und mir kriegen, weil ich möchte nicht unbedingt gleich hier platzen. Weil das Fahrzeug ist so empfindlich, da muss ich auf Entfernung bleiben. Oh, Moonlager-Treffer. Wenn man eins braucht, hat man keins. Und wenn das hier ein angeschossener Gegner mit 300 Punkten ist, dann kriegt man Moonlager-Treffer. Ja, bewegen, bewegen, bewegen. Eigentlich noch mehr bewegen, sprich,
noch mehr Entfernung zwischen mir und dem Gegner bringen. Sorry, dass ich dir jetzt vor die Karre fahre. Und dich anfahre, AT. Na. Funktioniert doch. Also ihr seht, die Kanone ist eigentlich recht präzise. Und das Fahrzeug ist dafür gemacht, auf Entfernung zu kämpfen. Und ihr seht, ich kann hier immer wieder auf den Gegner halten. Schön aus Entfernung, das passt. Jetzt machen wir einen Blindschuss. Der ging nicht durch. Getroffen haben wir, aber der ging nicht durch. Naja. Wir haben sie böse erwischt. Ja, böse erwischt. Vermutlich die Kette gezogen. Na super. Den hätte ich gerne auch noch umgehauen. Aber was soll's? Bei diesem Spielstand jetzt 11 zu 7. Ja, ich glaube, da zerschlage ich hier kein Porzellan, wenn ich jetzt ein bisschen nach vorne gehe und auch mal ein bisschen auf den Gegner einhau. Vor allem die Su ist weg. Zwei Gegner gibt es noch, also wir werden nicht verlieren, nur weil ich jetzt hier vielleicht platze, weil ich zu habgierig bin. Also gebe ich mal hier einfach die Zurückhaltung auf und schaue, dass ich auch mal aktiver spiele. Das sollte man aber wirklich nur machen, wenn das Spiel sicher gelaufen ist für einen. Weil sonst, was nützt das, wenn ihr platzt und das Team dann verlieren würde? Also es ist keine Schande, wenn man durchaus sagt, man spielt sehr defensiv. Manche Fahrzeuge erfordern es halt. Und im Regelfall, wie gesagt, dieses Fahrzeug ist nur für Kampf auf Entfernung gut. Ansonsten, sag ich mal, seid ihr meistens immer ein Opfer. Ja, ich bin an keinen mehr rangekommen, egal wie aufgeregt ich jetzt hier auf der Karte hin und her gefahren bin. Was soll's, wir haben gewonnen. Kommen wir doch mal zur Auswertung. Ja, jetzt, da ist sie doch. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Ja, das Ganze war Überlegenheitsabzeichen dritter Klasse. Dann nochmal ein Sprengmeister, ein Wirkungsfeuer und ein Panzermeisterschütze. Ja, 10 Schüsse abgegeben. 8 direkte Treffer, das waren dann 2519 Schaden auf über 300 Meter Entfernung. Ich habe einen Treffer erhalten, das war natürlich ein Wirkungstreffer. Wie soll hier an dem Fahrzeug was abprallen? Gegner beschädigt 7, 3 zerstört. Schaden durch Spielerunterstützung 524 Punkte. Tja, dank Premium-Account habe ich hier 21.633 Credits reingewinnen. Ohne einen Premium-Account werden es immerhin noch 9.734 Credits reingewinnen. Und da das ein Fünffachgefecht war, habe ich hier 5.945 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, dieses Fahrzeug an sich, habe ich glaube schon erwähnt, gute Tarnwerte, weil er sehr flach ist. Kaum Panzerung, also 20 mm frontal, 10 mm seitlich und 8 mm am Heck. Also absolut ein Fall für HE-Geschosse, wenn ihr ihn als Gegner habt. Und tja, damit möchte ich mich eigentlich verabschieden. Tschüss, euer Borgelkat.